Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, tut mir leid, Schätzelein, ich suche noch. Typisches Deutsch. So eine schöne Sprichwörter, ne? Gib mir bitte mal das Ding neben dem Teil, da wo das Zeugs drauf liegt hier. Die Kölner Jungs, die können das doch bestimmt am besten wechseln, oder? Das ist doch so typisches Deutsch aus dieser Ecke, ne? Ja, ja, da steckst nicht drin. Schöne Aussage. So, einen wunderschönen guten Morgen in die etwas spartanische Runde heute. Wahrscheinlich ist der eine oder andere etwas verschreckt, verschrocken, oder wie heißt das? Weil gestern Nachmittag das Webinar ausgefallen ist. Ja. Musste manchmal sein. Und gestern war es einfach nicht anders möglich. Wir haben Handwerker im Haus und die hätte ich rausschmeißen müssen, damit ich hier in Ruhe arbeiten kann. Das ging beim besten Willen nicht. Und denen jetzt zu sagen, jetzt seid ihr mal, sagt man einem Handwerker, jetzt seid ihr mal bitte schön die nächste halbe Stunde ruhig. Das kannst du ihnen morgen sagen, das kriegen sie hin. Gerne sogar. Aber nachmittags, wenn es Richtung Biertisch geht. So. Was habt ihr denn gestern, ich mach das mal jetzt anders, was habt ihr denn gestern aus dem Tag gemacht? Da, noch ein Kölner Jung. Was willst du hier? Ab im Park. Ja. Noch so ein Mädchen. Will nicht im Park. Es regnet. Oh, Schätzelein. Es regnet. Ja. Kenne ich noch von früher, die vier Feinde eines Außendienstmitarbeiters. Kennt ihr die? Wo die vier größten Feinde eines Handwerkers. Kennt ihr die? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Brechen jedem das Genick. Ich will heute Morgen mal Bezug drauf nehmen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, Uwe G., du musst das wissen, genau. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, du musst das ja wissen, ne? Aus welcher Versenkung kommst du eigentlich hier angeschossen? Dich habe ich seit September nicht mehr gehört oder gesehen. Außer, dass du eine Trainerwoche gebucht und dann wieder storniert hast. Sind wir ohne dich Ski gelaufen. So, komm mal auf die Kernaussagen von gestern früh zurück. Und auf das Thema will ich mich heute Morgen mal kurz konzentrieren, um da mal ein paar Sachen loszuwerden, mal einen Schwank aus meiner Jugend zu erzählen. Und ich sehe jetzt von den paar Hansels hier, die heute Morgen ihr Kissen, nee, nicht ihr Kissen aus dem Kopf gekriegt haben, also, nee, ihr Kissen aus dem Kopf kriegen die meisten ja nie, die ihr Kopf aus dem Kissen gehoben haben heute früh, sehe ich, dass die meisten gestern auch hier waren. Was war gestern früh eine der Kernaussagen, was passieren kann oder passieren soll?
Und da man das hier nicht erkennt, doch nur ein bisschen, will ich das von euch wissen, weil ja, ist ja schön, dass ihr so fleißig seid. Aber was war noch eine Kernaussage gestern früh? Ich will jetzt einfach mal gucken, was hängen bleibt, wenn ich sowas hier, oder wir hier, Christoph und ich, uns hier sowas erarbeiten und so eine Bilder oder sowas dann versuchen zu erklären. Einfach mal gucken, was bleibt davon bei euch hängen. Wenn das nämlich auf der Basis nicht hängen bleibt, dann werden wir in Zukunft jeden Tag versuchen oder jeden zweiten Tag versuchen, ein anderes Thema zu nehmen, dann werden wir uns das gemeinsam erarbeiten. Dann könnt ihr euch das hinterher in der Aufzeichnung anschauen. Das Bild, was wir da jetzt vor der Nase haben. Sogar in Kombination mit dem, was Peter euch mitgegeben hat, Wochenende. Die Kombination macht es. Wir halten uns heute hier zurück. Ich nutze jetzt einfach mal, wir haben die Performance, dürfen wir nicht vergessen. Deswegen war es auch nicht so schlimm, wenn wir so ein Webinar gestern Nachmittag ausfallen lassen. Heute sind die Handwerker auch wieder da. Ich weiß noch nicht, ob ich die heute Nachmittag loswerde. Außerdem ist mir heute Morgen aufgefallen, dass wir von den 150 Webinaren, die wir dieses Jahr machen wollen, nächste Woche, wenn wir die nächste Woche hinter uns haben, 92 Webinare weg haben. Von den 150. Das heißt, wir hätten für die nächsten 7 Monate noch 60 Webinare. Das ist ein bisschen mager, ne? Werden wir wohl überziehen müssen. Guten Morgen, Georg. So, jetzt kommen wir auch langsam mal in die Richtung an, wenigstens einer, der zuhört. Ist das nicht ein bisschen mager? Das Bild habe ich gestern früh gezeichnet, eingezeichnet, kurz bevor wir das Webinar beendet haben. Hier unten hat mir eine Linie eingezeichnet. Roman hat noch gesagt, da Ausbruch im Euro. Hier unten haben wir darüber diskutiert, ob das hier der Ausbruch ist. Was war die Kernaussage dazu? Ja, Martin kriegt heute mal ein Fleißbienchen. Kannst du ins Muttiheft zeichnen oder ins Muttiheft stempeln, kannst du ein Bienchenstempel reinmachen, dann kannst du uns das schicken, ich zeichne dann mal gegen. Also, eine Aussage, ich warte noch. Richtig, immerhin, jetzt kommt schon mal was. Wir haben gesagt, erst ab 12,80 Short. Ja, so langsam kommen wir doch an die Punkte. Mensch, warum am frühen Morgen so schwerfällig, Jungs und Mädchen? Warum? Ihr müsst doch, wenn ihr euch sowas erarbeitet, hier kommen jetzt schon 2, 3, 4, 6, 8, kommen ja schon mal die Marken
Und der Kram, den man sich erarbeitet, wie man das nachher durchhält, da kommen wir nachher noch drauf. Jetzt geht es ja erstmal darum, ja, müde, dann geh Skilaufen. Bist du wach? Ich habe hier unten die Short-Position vermieden. Warum? Weil ich gestern Morgen noch gesagt habe, wir müssen hier in diesem Bereich je mehr sich hier einkeilt, mit extremer Vola rechnen. Dass die Vola extrem zunimmt. Erst das ist ein Zeichen, dass er ausbricht. Und Ausbruch sollte nach unten erfolgen mit Musik, um dann zurückzulaufen und zu bestätigen. Bestätigen haben wir gesagt, sollte er Minimum diese Linie, maximal bis hier an diesen Zielbereich. Das war der Verlauf. Und wie ihr richtig erkannt habt, Ziele unten 1,1240, 1,1226 und 1,1218, 1,12. Das waren nach unten die Ziele, die wir gestern Morgen, könnt ihr euch gerne das Webinar dazu nochmal angucken. So. Und wer sich das hier gestern zu Herzen genommen hat und ein bisschen abgewartet hat, der konnte mit unseren Zielbereichen hier nochmal der Rücklauf, der Bruch, das Dreieck durchsäbelt, die Tiefs kurz rausgenommen, zurück. Hier bis an die Zielbereichskante, um dann abzuschmieren. Und danach haben wir ein typisches Euro-Pro-Szenario, was viele verzweifeln lässt. Muss ich fairerweise zugeben. Aber was zeigt uns dieses Bild? Ich mache es jetzt mal ganz bewusst groß. Was zeigt uns dieses Bild? Es ist halt am Grübeln, ne? Die Flagge hat sich erledigt. Ich habe die Linien mal noch drinnen gelassen. Ich sag euch auch gleich warum. Die Flagge hat sich erst mal erledigt. Erste Musikstunde, Rücklauf und dann Umkehr, schönes Ding, sogar noch vor 9, Plattouts, direkt an den nächsten Zielbereich. Nur alleine diese Nummer kommen von 1, 12, 83, 84 bis an den ersten, bis an die 70 ist das Tagesziel. Dann haben wir Alarm, beide Alarme auf einer Kerze. Das alleine zeugt schon mal dafür, haben wir schon ein paar Mal gesagt in den Webinaren, wenn dann so eine Musik reinkommt und beide, der Long-Alarm aufgehoben und das Short-Signal obendrauf kommt, heißt, dass die übergeordneten Zeitebenen, die wir filtern, dass diese übergeordneten Zeitebenen alle auf einen Schlag bei einer Bewegung auf unserer Seite sind. Wir werden nächste Woche in dem Seminar im Mai mal explizit genau darauf eingehen. Warum? So, dann kommt die Korrektur. Läuft hier schön über. So, dann würde man rein theoretisch, wenn man schnell genug ist, wird man wahrscheinlich manuell nicht schaffen. Das Schöne ist, in unserer neuen Plattform wird man das schaffen, weil dann legt man hier eine Short Stop Order drunter unter diese blaue Kerze und lässt die unter der Kerze weiterführen.
Dann geht der Stop da oben drüber. Beziehungsweise, wenn man nach Regelwerk, nach Handbuch handelt, wird man den Stop nicht da oben drüber legen. Man wird diese Position nicht eingehen können. Warum nicht? Und jetzt will ich Antworten haben. Ich glaube, 80% von den Leuten oder 90%, die hier sind, haben das Handbuch Europro vor sich liegen. Warum darf ich diese Position zu diesem Zeitpunkt da nicht eingehen? Und wenn ich sie eingehe, dann nur unter welchen Bedingungen? Der Hintergrund ist rot. Ich muss zu diesem Zeitpunkt hier, richtig, wir sind erstens noch nicht ganz sauber, und ich muss zu diesem Zeitpunkt hier, wenn ich das machen würde, zu diesem Zeitpunkt hier drunter einstoppen lassen, auf der 72, muss mein Stop da oben drüber auf die 84 legen. Bin bei 12, 13, 14 Punkten Stop. Und habe, wer die Zielbereiche begriffen hat, mein Take Profit bei 6 Punkten. Negatives CRV. Wenn ich mich hier einstoppen lasse. Das zweite ist, wenn ich mich da einstoppen lasse, wenn ich das machen möchte, eben aus dieser kleinen Korrektur heraus, muss ich in den sauren Apfel beißen, meinen Stop da oben drüber legen. Da. Dann komme ich hier rein, Stop da oben drüber, Zielbereich angelaufen, fliege ich raus, 2 Punkte Verlust. Vielleicht auch 4. Nächste Schwung. Zielbereich hat gehalten. Sagt man, okay, Rücklauf. Und dann kommt die gleiche Nummer. Short Stop Order drunter, zurücklaufen lassen. Stop wieder da oben drüber. Wenn man Glück hat, geht die Nummer durch. Wenn man Pech hat, fliegt man mit diesem Spike wieder raus. Muss ich überlegen, ob man dann wieder direkt reingeht. Aber dann, wir haben hier sieht man, fängt die Korrektur an. Die Korrektur startet um 9.02 Uhr und läuft bis 9.16 Uhr. Also 14 Minuten. 14 Minuten sind umrechnen. Kommt, Jungs. Drei Kerzen im 5-Minuten-Chart. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier kommen so viele Punkte zusammen. Hier, Johann, ne? Haben wir in der Traderwoche drüber gesprochen. Wenn wir hier in der Waagerechten rübergehen, sich unsere Wolke hier nur ein bisschen verengt, aber der Schnitt nicht stattfindet, sondern kurz vor dem Schnitt sogar schon wieder Bewegung reinkommt, ist die Folgebewegung meistens sehr heftig. Das letzte Hoch, letzte Tief der Aufwärtsbewegung sollte gebrochen sein. Bewegung, Korrektur. Bewegung, Korrektur. Bewegung, da das letzte Tief der Aufwärtsbewegung ist gebrochen. Hier fängt die Korrektur wieder an. Da haben wir die blaue Kerze, Short Stop Order unten drunter. Einstieg wäre in diesem Fall bei 1,1270. Stops müssen da oben drüber. Sind wir gerade so, aber auch gerade so im Level. Mit 8 Punkten, 9 Punkten kommen wir gerade so hin. 20 Punkte Take Profit. Machen wir da, 70 wäre das Ziel, die 50. Schaffen wir nicht. Aber was wir schaffen, ist da rein bei 70, der fällt bis 62. Hier, spätestens hier mit dieser Kerze sind wir 8 Punkte vorne, Stop auf 2 Punkte in den Gewinn.
Hier unten sind wir 16 Punkte vorne. 15. 14, 15 Punkte. Bei 12 Punkten sind wir auf. Wo geht der Stopp hin, wenn wir 12 Punkte vorne sind? Hey, gut, Mike. Wenn wir 8 Punkte vorne sind, gehen wir auf plus 2. Wenn wir 12 Punkte vorne sind, gehen wir auf plus 5. Und wenn wir im Bereich 15, 16 sind, werden wir geizig und führen eigentlich den Stop als Parrot High Low und den Kerzen nach. Hier genau das gleiche Ding. Wenn man ihn dann über der Kerze nachführt, wird man spätestens hier bei der 62 mit 7 oder 8 Punkten rausgeschmissen. Ich weiß, der Handel ist hart. Für diese kleinen Brötchen, wir haben Riesenbewegung und ich weiß, dass die meisten nicht gewillt sind, auf solche Setups zu warten und solche Setups abzuarbeiten. Wir waren im April im Seminar 12 Leute. Die einzige, die ihre Hausaufgaben gemacht hat, die was getan hat, ist unsere Vroni. Und ich muss dazu sagen, es ist etwas enttäuschend. Ich meine, es ist ja euer Problem. Aber es ist ein bisschen doof. Wir haben euch ein bisschen Werkzeug mitgegeben. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich zu Hause hinsetzen und wirklich das Regelwerk abhaken, abarbeiten. Dann kommt man nämlich genau auf diese Punkte. Wenn man die im Kopf hat oder wenn man die auswendig lernt. Traden ist einfach, wenn man sich an das Regelwerk hält und das Regelwerk innehat. Gestern war alles möglich. Der Handel nach Zielbereichen. War durchaus drin. Von Zielbereich zu Zielbereich. Und einen weiter unten haben wir nachher gestern Abend S gekriegt. Alles, das war drinne. Der Ausbruch aus dem Dreieck, wer den gehandelt hat, war genauso drinne, war genauso machbar. Wir haben, gucken, wo ich es habe, da. Da haben wir den Wochenplan von Peter, von unserem Peterle. Haben wir hier unten genau das Zwischentief. 1, 12, 20. Die Marke dran stehen? Nee, oder nicht. Aber genau diese Marke hier. Wir gucken uns das nachher gleich mal an. Diese Marke hier. Da das Hoch, da das Tief. Diese Marke. Er hat sie eingekreist. Ihr könnt es auf UFBAS nachlesen. Alles überhaupt kein Problem. Und dann kommen wir hier, Prof. Chris, ne, an den Kreuz. Widerstand. Hier ist es ein Kreuzwiderstand aus dem Kanal und aus dem Fibo-Level. Und das sollte, wenn diese Marke jetzt hier unten kaputt geht, sollte genau dieser Bereich hier angelaufen werden. Knapp unter der 1,11, 1,1070, 1,1080. In diesem Bereich kann man hurtig drüber nachdenken, langfristige Positionen zu drehen. Wer eine langfristige Short-Position drin hat, kann hier drüber nachdenken, die zu drehen. Aussage gestern war, Long-Positionen sind im Moment ausgeschlossen. Dann habe ich ganz bewusst die Linie drinne gelassen. Ja, heute ist Lehrstunde, keine Handelsstunde. Webinar wird nicht öffentlich sein. Das Webinar werde ich nur für die hochladen, die ihr auch gebucht haben. Ihr werdet das in eurem Account finden. 2, 3 Tagen wird es hochgeladen. Und wir sehen, dass diese Linie hier kurz verletzt wurde. Ja? Und wenn wir diese Linie nehmen, können wir die sogar verschieben und sehen, da er hier mit diesem Fehlausbruch hat die hier unten richtig schön wieder gehalten. Als hier der Bruch erfolgt ist, wieder diese Kreuzung, Zielbereich und die Linie vom frühen Morgen hat das Ding gleich wieder nach oben katapultiert. Um aber direkt wieder an unseren Zielbereichen hier plus minus null zu bremsen. Da ist die Aufwärtslinie. Immer noch die Linien aus dem frühen Morgen.
Wir haben ja gestern Morgen gemeinsam eingezeichnet. Da ist die Aufwärtslinie. 1, 2, 3, 4. Hier ist die Abwärtslinie. Da hat sie auch wieder gehalten. Wir haben gesagt, der wird die ganze Zeit rumdümpeln, bis er wahrscheinlich zu den News abschmiert. Und dann ist er gestern Abend genau zu den Nachrichten nochmal unsere Linie von gestern früh angelaufen. Sogar von der 1.13 kommend. Wir haben gesagt, long erst über 1.13.30 hätte ich auch abgewartet. Die 1.13.30, die war gestern so der Wendepunkt, der hätte eintreten können, um dann gestern Abend in den News direkt das Ziel zu erarbeiten, was auf der Agenda stand, nämlich hier unten die 1.12.20, die ihr aus dem Chartbild von unserem Peterle sauber entnehmen konnte. Ziel abgearbeitet und der Markt schläft ein. Warum schläft er ein? Weil die Leute sich entweder die Taschen vollgestopft haben, weil sie genug haben, weil sie ihre Ziele erreicht haben. Es gibt nämlich Leute da draußen, die sind nämlich anders drauf als wir Schnarchsäcke oder ihr Schnarchsäcke. Die sind nämlich ganz anders drauf, weil die nämlich Ziele haben. Und weil die sich nämlich an ihre Ziele halten. Gell? Und wenn sie ihre Ziele haben, machen sie den Laden dicht, wie man sieht. Ziel war dieses Tief. Abgearbeitet, erledigt. Seitdem dümpelt der Markt hier in so einer 20-Punkte-Range rum. Warum? Weil so eine kleinen Affen wie wir in den Markt kommen und immer meinen sich jetzt genau, jetzt haben wir diese Bewegung ja gesehen, jetzt werden wir gierig und jetzt springen wir in den Markt, jetzt wollen wir irgendwo eine Position erhaschen. Und dann knallen wir uns eine Position rein, legen hier irgendwo einen Stop hin oder wir haben, oh, jetzt kommt der nächste Shortlauf hier. Ist zwar schon um 11, aber sind nicht so viele Leute da, dann sehen mich auch nicht so viele. Ich gehe hier schon mal Short, Stop oben drüber, dann werden sie wieder geholt. Oh, dann geht's doch long, dann werden die Stops hier unten wieder geholt. Und so geht das Geier jetzt fein weiter. Also, jeder, der gestern gehandelt hat, egal wonach, wenn er gestern aktiv gehandelt hat und sich an die Regeln gehalten hat, die er auf seinem Schreibtisch in einem laminierten Papier hat und diese Regeln abgearbeitet hat, der muss gestern Geld verdient haben. Wer gestern nach Zielbereichen gehandelt hat, der muss gestern Geld verdient haben. Wer den Ausbruch aus dem Dreieck nach solchen Regelwerken, die er dann vielleicht hat, der muss gestern Geld verdient haben. Wer nach Peterle sein Bild handelt, der muss gestern Geld verdient haben. Und genau dafür machen wir jetzt mal die Umfrage und jetzt will ich ein Ergebnis haben. Und wer ihr lügt, wenn ihr mich anlügt, dann lüge ich euch in Zukunft auch an. Nehme schon mal die Linien raus, wo die wahrscheinlich heute immer noch Gültigkeit haben. Aber ich will euch ja nicht wuschig machen. Wir haben heute Donnerstag. Ja, weiter, 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 weiter. Komm, 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 komm. Kreuz ihm nach hier. Ich weiß, Georg darf nicht. Georg, auf deinen Setup gehen wir gleich ein. Hier, Szenario, nur mal so. Zielbereich. Zielbereich nach oben durchschlagen, Rücklauf bestätigt, mit einem Euro pro Einstieg und mit Alarmsignal. Euro pro Einstieg, bitte mal den Punkt draußen vorlassen, haben wir übergeordnet einen Trend. In 5 Minuten sind wir ganz klar nach unten gerichtet. Ja, weiß ich. So. Hat ja nicht jeder mitgemacht. Ein paar feige Säcke haben wir ja dabei.
übertragen. Das ist nämlich das Ergebnis, wenn man kein Vertrauen zu seiner Arbeit hat, dann haben 60% nicht mitgehandelt, 4% sind plus minus null, 19% sind vorne und 17% sind hinten. Scheiß Ergebnis. 60% faule Säcke oder unwissend oder feige, 4% ängstlich, weil sie wahrscheinlich einen Stop sehr schnell nachgezogen haben, 19%, weiß ich nicht, ob alles richtig gemacht, aber es kommt noch darauf an, ob man das Tagesziel erreicht oder nicht. Und 17% haben heute eine Aufgabe, um zu schauen, warum haben sie Verluste gemacht. So. Nach Zielbereichen, bap, Musik nach oben, Short-Signal aufgehoben, Long-Signal gesendet. Hier oben in dem Bereich sollte man bei 12,28 ist das alte Tief. In diesem Bereich sollte man jetzt vorsichtig werden. Maximallauf bis hoch an die 39. Aber wir haben heute Donnerstag. In dieser Woche fehlt auch noch der Montag. Wir haben in Short-Wochen, wenn wir mal eine ganz stinknormale Woche nehmen, in Shorting-Wochen, so wie es diese Woche eigentlich sein sollte, wenn man so in den Markt guckt, in shortigen Wochen haben wir in der Regel Montag, Dienstag, Short-Tag. Mittwoch wird eingekauft, da wird wieder, haben wir Korrekturtag, also Long-Tag, Bullentag, Bullenparty, um dann Donnerstag, Freitag wieder abwärts zu gehen. Der Montag fehlt, wir sind gestern abwärts gegangen, dürfte heute eventuell ein Shopping-Tag sein. Die Helma schreibt mir ganz frech zurück vom Urlaub und kommt morgen schon mal eine halbe Stunde zu spät zum Unterricht. Helma, mach dir mal bitte einen kleinen Minuspunkt ins Mutti-Heft. So, wenn wir jetzt hier ein neues Hoch haben für die Longies hier, Stops hier unten drunter auf die 13. Bei 16, 17 rein, Stop auf die 13 ist man schon mal sehr gut dabei. Wenn er diesen Zielbereich nimmt, würde ich sogar den Stop hier drunter ziehen, gleich auf die 17. Da und da drunter irgendwo, 17, 16, dann ist man schon mal fast aus dem Risiko und würde dann auch sehen, wenn ich hier unten bei der 16, 17 rein bin, würde ich sogar heute sehen, hier unten bei der 28, 29 mit 15, 16 Punkten glatt zu stellen oder wenn er hier oben anläuft, Stop eng hinterher, in der Hoffnung, dass er gleich hier durchgeht bis nach oben. Wo kriege ich das Mutti-Heft? www.mutti, frag doch mal mutti.de. Nur mal so. So, das Set aber auch klar. Hier aufpassen im Bereich 1,12,28, 1,12,29 und auf jeden Fall hier oben. Na, jetzt kommt da endlich Dampf rein hier und bei der 36 oder 39 hier oben raus. Wenn man hier aussteigt, ist man schon mal mit dem Tagesziel dabei. Ne, Johann, Zielbereichshändler? Ich freue mich schon auf März. Okay, Setup hier klar. Das hier will ich mir jetzt nochmal angucken. Dow gestern Long Setup. Gestern Nachmittag. Entry 17.449 ungefähr, 49 bis 36 und Ziel 17.56, also ungefähr 50 Punkte. Eingelaufen, zack, Ziel eingelaufen, fertig. Danke für den Tipp, Georg. So, wenn er jetzt den Zielbereich hier anläuft, dann müsste man sehen, ja, lass ihn noch ruhig korrigieren. Stop würde ich jetzt hier irgendwo Break-Even ziehen. Wer nach Zielbereichen handelt, darf nicht den Fehler machen, wie ich ihn neulich gemacht habe,
sondern muss auch den Stop nach Zielbereichen setzen. Wer ist raus? Wer ist noch drin in der Nummer? Wir brauchen heute nicht so viel erwarten. Okay, sind Fragen zu den Setups, zu den Regelwerken? Ihr habt noch genau 2 Minuten. Wie gesagt, ich habe mich vorhin gerade erschrocken, dass wir nächste Woche schon, Ende nächste Woche haben wir schon Webinar Nummer 91 dieses Jahr. Dieses Jahr schon die Nummer 91. Alter Schwede. 150 Webinare haben wir versprochen. Macht mal Vorschläge dazu, wie wir vielleicht das ganze Jahr zusammen durchziehen können. Könnt ihr mir per Mail schicken. Okay, Fragen anscheinend nicht. Das ganze Jahr wäre nur im Suff zu ertragen. Ich dachte, du bist nur im Suff hier. Außerdem danke für die Blumen. Ich kenne schon mal einen, der hier hungern wird. Guten Morgen, die 20 Punkte Ziel laut Europro sind im Moment nicht möglich, oder? Die 20 Punkte Ziel sind auch nur eine Voreinstellung, damit wir ein sehr gutes positives und sehr gutes CRV haben. Deswegen 8 Punkte Stop, 20 Punkte Ziel. Wenn die 20 Punkte holt, ist gut. Den Rest müssen wir über Stops abarbeiten oder mit den Stops erarbeiten. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wie wir die Stops hinterherführen, steht ja auch im Handbuch. Kann man lesen, kann man im Seminar auch lernen. Warum, wieso, weswegen? Ich meine, die meisten lernen das ja. Ob Jürgen das lernt, wenn er hier ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist er ja dann mal nüchtern. Die 20 Punkte sind manchmal möglich, aber wir müssen viel intensiver mit den Stops arbeiten. Und dann sind es so kleine Sachen, so wie hier eben die Nummer, die war, dürften ja alle raus sein, diese Nummer hier, deswegen habe ich vorhin Bezug genommen auf die Tagesziele. Und wenn wir hier 8 Punkte, 9 Punkte vorne waren, gehört der Stop Minimum auf plus 2. Ist man jetzt mit 2 Punkten rausgeflogen. Zielbereich unten wieder auf den Punkt angelaufen. Hier haben wir jetzt den Lauf unserer Linien. Ich muss mich entscheiden, wonach handle ich. Der Zielbereich hier oben ist noch offen. Wenn er den nicht geholt hat, holt er den meistens im nächsten Anlauf. Muss ich mir überlegen, habe ich Angst vor den kleinen Tierchen hier oder habe ich keine Angst? Wenn nicht, Zielbereich, nächsten Einstieg. Wer nach diesem Zielbereich gehandelt hat, hat seinen Stop noch da liegen. Wer nach FIBO handelt, weiß, er durfte bis hier in diesem Bereich laufen. Gleiches Spiel, was wir gestern früh hatten. Die beiden Linien hier, unsere Wolke, die verengt sich nur. Noch ist nicht klar, ob wir einen Schnitt hinkriegen oder nicht. Wenn nicht, wenn wir keinen Schnitt hinkriegen, wenn die sich nur ganz sachte berühren, kommt in der Regel ein Folgeschub, der dann bis da hochgehen könnte. Da ist er. So, und schon haben wir Luft bis da oben hin. Danke, Günther. Ich weiß, meine liebe kleine Vroni, mit Erschrecken ist mir mein schlechtes Gewissen unterm Schreibtisch vorgekrochen, als ich heute Morgen deinen Namen in den Mund genommen habe. Ich bin so stolz drauf, dass du die einzige
aus dem Haufen gewesen bist in Lohr, die ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Ich habe sie nicht korrigiert. Ich bin gemein, ich weiß. Versprochen, ich nehme es mir am Wochenende mit. Aber im Moment platze ich wirklich aus allen Nähten. So, gucken wir uns den Verlauf an. Da, unsere Wolke hat sich nur verengt. Vielleicht haben wir jetzt Glück, kriegen einen kleinen Rücklauf, um den nächsten Versuch zu starten. Ideal wäre der Rücklauf jetzt so bis an die Linie. Ihr seid schon wieder unterwegs. Wo seid ihr denn? Ich will das wissen. Ja, okay. Okay. Also, Rücklauf hier würde ich mir hier, wenn er mir kleine Kerzen macht, mit einem kleinen Risiko mich da reinlässt, dann würde ich relativ schnell so jetzt hier anfangen, eine Stop-Order zu setzen, die nachführen und dann versuchen, hier wieder in den Markt zu kommen. Wieso habe ich verzögertes Bild im Vergleich zu deinem? Kann es an einer schlechteren Internetverbindung liegen? Nee, eigentlich nicht. Müssen wir uns im Seminar angucken, Konrad. Bist ja bald in Göttingen, dann gucken wir uns das zusammen an und dann finden wir da auch die Ursache. Okay, Setups sind klar. An dem Gesamtbild hat sich nichts geändert. Ich schließe im Moment. Für die Jungs, die ängstlich sind, nach Regelwerk handeln, sollten mit Long-Position vorsichtig sein. Die ein bisschen mutiger sind. Ich traue mir das zum Beispiel ab und zu mal so eine Long-Position hier mitzunehmen, meine Zielbereiche abarbeiten zu lassen, um dann wieder zu drehen, weil dann habe ich für die längeren Positionen auch Futter. Ansonsten abwarten, bis man ein sauberes Short-Setup hat. Die wären heute allerdings schwierig und im DAX bin ich nach wie vor Long. Er hat unser Ziel unten gestern nicht ganz erreicht. Die 9,57, das heißt, die Limit da unten hat er nicht geholt. Ich glaube, bei 9,97, 9,785 war gestern früh Schluss da unten. Trotzdem haben wir oben die 10,2 noch auf dem Deckel. Also im DAX ausschließlich long orientiert und im Euro übergeordnet short orientiert, bis er die Marken aus Peters Analyse vom Wochenende abgearbeitet hat. Mit dieser Nummer, mit diesem Hinweis und mit einem Dankeschön an Georg für unser geiles DAU-Pro, und der Name, dass ich mal ein paar Punkte rauskitzeln kann, will ich mich jetzt auch schon verabschieden und wir werden jetzt sehen, dass wir, die Fragen habe ich jetzt ganz bewusst alle ausgeblendet, ich bin ja nicht weiter darauf eingegangen, dass wir unsere neue Plattform, unseren Stereo-Trader zeitnah zum Laufen kriegen, damit ihr in 2 Wochen ungefähr auch damit was machen könnt. Wochenende werden wir eventuell soweit sein, dass wir euch für die Woche drauf ein Webinar, ein Abendwebinar anbieten können, wo wir euch schon mal ein paar Sachen erklären können. In diesem Sinne verkrüme ich mich jetzt hier. Wir sehen uns, wenn wir Glück haben und ich die Jungs hier rausgeschmissen kriege. Oder ruhig gestellt kriege, sehen wir uns heute Nachmittag wieder um 15.15 Uhr, wenn es dann wieder heißt, Scalpen mit System und nachmittags auch im DAU und im DAX. Hier haben wir genau ist dieses Szenario, wenn kleine Kerzen, kann man sich hier long einstoppen lassen, um den gleichen Schub nach oben zu machen, um hier in diesem Bereich zu landen. In diesem Sinne bin ich jetzt mal weg und eventuell bis heute Nachmittag. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Scalp-Trader Thorsten und Team.